Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Crew. Diesmal wieder mit dem Rally Raid Pack oder Rally Raid Car Pack, wie ihr das gerne haben wollt. Wir fahren die Rally Version des VW Touareg. Ich finde den richtig nice. Ich bin mit dem Ding schon einige Kilometer gefahren, weil ich ein bisschen Geld farmen musste für die Teile, ne, zum Tunen. Und ich bin jetzt, glaube ich, weiß nicht, bei $13.000. Mehr habe ich jetzt nicht mehr. Alles in die Karre reingepumpt. Und ja, die Karre, die sieht ein bisschen so aus wie die Rally Dakar VW Rally Version. Ich weiß es nicht, ob die ob das Gestell vom Touareg ist oder so. Keine Ahnung, aber es sieht schon ähnlich aus, ne? Wie gesagt, mit Rallyes kenne ich mich nicht so aus, vor allem nicht mit dem Dakar-Serie. Aber die Karre ist echt cool. Mal was anderes, hätte schon längst rauskommen sollen, finde ich viel zu spät. Aber sie haben es so gewollt. Fahren wir mal trotzdem die Karre. Und ich bin mit dem Ding schon ja über 70 Kilometer gefahren. Insgesamt weiß ich nicht. 8 Rennen oder sowas. Und ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, lässt sich gut fahren. Gewisse Situationen, so extreme Sprünge, ja, die man mit anderen Karren nicht halten kann. Also Landungen nicht halten kann. Ja, es sind hier natürlich auch nicht zu halten, das ist klar. Wenn man denkt, das ist eine OP-Karre, die Karre landet immer. Ist natürlich nicht. Ist natürlich auch gut, ne? Man muss ja auch Schwächen haben bei einer Karre. Ich finde, er kommt, ja, er hat ja nicht so viel Drehzahl, ne? Man sieht das ja am Tacho. Bei 5000 schaltet er hoch. Hat natürlich nicht so den derben Zug, ne? Aber wenn er ins Rollen kommt, ist er richtig stark. Die Lobby ist ja insgesamt jetzt nicht so derbe, aber einen Gegner haben wir und das ist schon ziemlich cool. Reicht ja auch. Zur Demonstration. So, jetzt hat er sich herangesaugt. Aber ich habe ja noch voll Mana, wollte ich sagen. Natürlich voll Noss. Und ich werde mir den Sieg, denke ich mal, nicht wegnehmen. Und da ist auch der Sieg. Oh, was hat er gemacht? Wahrscheinlich irgendwo gegen geballert. Ja, solides Rennen. Es sieht, ich finde, es sieht schon ziemlich cool aus. Ich meine, vorne ein bisschen seltsam. So ein bisschen kantig vorne. Wäre das natürlich die richtige Rally Dakar Version, wäre das natürlich richtig, richtig Premium. Aber auch so ist die Karre wirklich cool. Hätten sie auf jeden Fall viel, viel früher bringen können. Auch irgendwie, ja, das Spiel ist schon mehr oder weniger am Ende. Und ja, da kommt so ein DLC natürlich ein bisschen spät, ne? Aber es gibt natürlich noch ein zweites Rennen. Ich hoffe, die Lobby bleibt so, oder zumindest der Light bleibt noch in der Lobby. Und wir hören uns gleich im zweiten Rennen wieder. Rennen Nummer 2. Leider habe ich nur noch einen Gegner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch langsam keinen Bock mehr, so lange zu warten, um euch dann nur sowas zu präsentieren. Das ist echt lame und das kann ich absolut nicht beeinflussen. Deshalb zeige ich euch nur das hier und ja. Ich warte jetzt schon. Ich bin bei dieser Folge, das ist Rennen Nummer 2, da bin ich schon über eine Stunde am werkeln, weil ich keine Lobby finde. Das ist doch lächerlich. Kein Wunder, dass das Spiel langsam, ja, total im Abgrund versinkt und gehatet wird. Und das nicht mal wenig. Ja, ist ja wie gesagt eine Präsentation vom Fahrzeug.
Von daher sollte uns das nicht so extrem stören. Ist ein, wie gesagt, ein richtig cooles Fahrzeug, was man sich ruhig gönnen kann. Ob sich das jetzt noch lohnt, das ist natürlich etwas anderes. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob man noch Spaß dran hat oder nicht. Ich persönlich würde es aktuell nicht kaufen, weil es sich einfach nicht lohnt. Und gerade auch diese Kategorie. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt mit 8 Leuten in Rallye gezockt habe. Ich glaube nie. Höchstens am Anfang vielleicht. Es ist ja natürlich eine Strecke, wo du echt permanent in Bewegung bist. Also du fährst schnell. Hier hast du keine großartigen 90-Grad-Kurven. Wenn du hier den Anschluss verlierst, dann hast du eigentlich verloren. Ab und zu hast du mal irgendeinen Knick. Mit 26 Sekunden, das ist schon krass. Ich finde, er hat nicht so geile Schaltpunkte. Er ist sehr, sehr oft am Runterschalten. Wenn er dann so langsam am Verdursten ist und Drehzahl verliert. Naja, wer das DLC hat, ja, der hat die Karre ja sowieso. Hier Season Pass, sorry. Ja, souveräner Sieg, würde ich sagen. Das dauert noch, bis der ins Ziel kommt. Deswegen würde ich sagen, ein Rennen kriegt ihr noch. Und dann war's auch schon mit der Touareg-Folge. Und ich hoffe mal, dass ich das schnell hinter mich bringe, weil noch länger warten ist wirklich nicht drin. Bis gleich. Rennen Nummer 3 im Schnee. Immer noch ein Gegner. Ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber was soll's. Zeigen wir mal trotzdem Performance. Er fährt den Nissan. Ob das eine gewollte Wahl war, wage ich zu bezweifeln, solange er so lange wie der gezögert hat beim Picken. Aber die Strecke ist schon ziemlich cool. Vor allem das Ende, wo man zwischen den ganzen Bäumen fahren muss. Geländer, die sorgen ja nicht mehr für diesen extremen Geschwindigkeitsdrop. Deswegen wird das hier wahrscheinlich noch spektakulärer. Beziehungsweise alles, was so rumsteht, bremst nicht mehr so hart ab. So, jetzt bloß nicht verkacken. Pff. Scheiße. Hab gedacht, das krieg ich nur hin.
Ja, das wäre seine Chance gewesen. Hätte er gewonnen, wenn er einfach nur ein bisschen gecruised wäre. Okay, das war's für die Tuareg-Folge. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch wenigstens einen kleinen Einblick gegeben habe oder geben konnte. Ein bisschen Feedback, ne? Also die Karre ist schon ziemlich cool. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Haut rein und bis zur nächsten Folge.